Mann, ich hab das vergessen, ne? Die Kuh ist schon wieder rüber. Dieser Kuhbug nervt aber, ne? Egal, so. Kümmern wir uns gleich drum. So, du kriegst erstmal Essen hier. Das Hühnchen hat noch genug, ne? Ja. So, wir machen jetzt Folgendes hier. Provisorisch verbinden wir die beiden. Ne? Nichts mehr zu meckern. Ihr Blöden, ihr. So, jetzt schiebe ich dich zurück. Du trampelst dem kleinen Hühnchen ins Essen. Los, weg. Ja, guck nicht so. Hast du falsch gemacht? Ja, hast du falsch gemacht. Gib mir deine Milch. So. Dir geht's gut? Schön. Okay, dann ruht in Frieden. Ich habe eine Tierknospe abgekaut. So, jetzt habe ich mir die Klotten gerade mal mitgenommen. Und nu? So. Mal kurz was ins Haus bringen und dann zusehen, dass wir noch mehr Kohle kriegen. Ach, den Zaun. Ja, stimmt. Na du? Läufst du hinterher? Mach mal ruhig. Nicht das Vergessen hier. So wie letztes Mal. Ich hoffe, die haben hier noch eine Chance eingebaut, wenn man das einmal vergisst. Dass man nicht gleich gelüncht wird. Sondern, dass das alles nochmal nachwächst. Also, morgen besser aussieht, meine ich damit. Es wäre echt schade drum, wenn ich das jetzt alles verliere hier. Ja klar, die sind jetzt nicht gewachsen. Da wäre jetzt einiges reif geworden. Ist es aber nicht. Bin ich selber schuld, gebe ich ja zu. So, dafür habe ich reife Früchte, oder? Da steht jetzt eins. Ich habe ein Tor geschossen. Cool, man kann sich zwei Tore kaufen und kann Fußball spielen. Natürlich nur, wenn man zu zweit ist, ne? Logisch. So. Gut, hier wird produziert. Hier auch. Schön. Wir sind gut dabei. So, hier noch ein paar Pfirsiche in Pott. Zack. Jetzt ist das so eine Sache, ne? Für die Uhr. Die Uhr stellst du ja auch nicht auf den Boden, ne? Da bräuchten wir eigentlich noch sowas wie ein Tischchen. Und, genau, was denn so ein Tischchen für die Uhr? Und wir bräuchten noch allerdings irgendwas an Lampen, ne? Also wenigstens eine. Ja, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir sammeln hier noch ein paar Insektizide ein. Ah, ne. Pestizide heißt das, ne? Und wehren sie auf jeden Fall alle weg, die Insekten. Ja, ein paar Insekten einsammeln und dann können wir ein bisschen Geld holen und dann können wir vielleicht noch einen Tisch mitnehmen, einen kleinen. Für eine Uhr. Oder wir stellen die Uhr einfach ganz plump auf die Vitrine, ne? Das wäre uns ja auch zuzutrauen, durchaus. Durchaus. Okay. So, einmal noch das Holz umstapeln. Wir müssten das ja nochmal durchjagen, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Jetzt geht's so rum auch. Gut, hau rein. Dann haben wir die nächsten 2000 für morgen schon mal sicher. Oder ungefähr. So, wo laufe ich denn hin? Die haben doch hier auch manchmal Tische und sowas, ne? Karierter Tisch, ne? Ich hatte einfach nur einen ganz simplen, billigen Tisch.
Nee. Das ist hier alles viel zu teuer. Ich guck mal im normalen Laden, da müsste ja vielleicht irgendwas sein. Das ist dieser große Tisch, ne? Den wollte ich ja schon da drüben loswerden. Eine Deckenlampe. Spendieren wir mal zwei. Zwei Deckenlampen, so. Was gibt's hier noch so an Möbel? Ja, den großen Tisch. Ich will noch einen kleinen Tisch haben. Kann ich einen kleinen Tisch haben? Hm. Wahrscheinlich nicht. Es gibt keinen kleinen Tisch für mich. Ach komm, dann wird's der große. Okay, was? Modische Küchentresen. So, wir gehen mal wieder rüber zum Museum und bauen mal den ganzen Krempel ein, den wir haben. Tralali und tralala. Und vielleicht wagen wir uns dann nochmal ans Angeln. Ne? Wäre doch mal was. Ach ja, stimmt. Ich habe hier noch ein Regal hängen lassen. Ey, ich erinnere mich ein wenig. So. Gut, als erstes den Tisch. Kommen zwei Uhren drauf. Ganz toll sieht das dann aus. Ganz toll. Wo ist denn die zweite? Ach so. Das ist ja, muss man ja einzeln. Naja. Yippie, oder? Erkennt er das denn an? Erkennt er nicht an. Jetzt erkennt er das an. Ich muss sie also auf den Boden stellen. Sollst das nicht, du sollst das kaputt schlagen. So. Hm. Schade eigentlich. So, Deckenlampe. Okay, Licht hätten wir. Dann bauen wir da jetzt eine Vitrine hin. Davon brauche ich ja zwei, ne? Zwei große und dann irgendwie noch zwei kleine. Was weiß ich, kriegen wir irgendwie hin. So, weißt du was? Kann man das nicht wirklich so machen, dass ich so ein blödes Ding hier in die Ecke baue und da eine Uhr drauf mache? Das müsste doch jetzt funktionieren, ne? Ne. Ist das nicht mehr im Bereich oder was? Tatsächlich, ich hab aus dem Bereich rausgebaut. Deswegen. Finde die Idee trotzdem gut. Mache ich auch trotzdem. Mache ich auf diese Ecke halt. Na gut, das wäre jetzt ein bisschen doof. Man sieht die Uhr nicht. So, da kommt da der Tisch hin. Da kommt die andere Uhr hin. Da müssen wir den Tresen, glaube ich, versetzen, ne? Ach nee, der ist ja, der Bereich ist ja nicht. Aha, Mano. So, was weiß ich denn? Okay, auf dem Tisch gilt die Uhr nicht. Schade. Dann müssen wir uns noch so ein Regal. Ach Mano. Noch so ein Regal ranholen. Machen wir das mal gerade. Also eine Dachfliese. Und was noch? Mal gucken. Ne, nichts weiter. Wir müssen Geld holen, Geld sammeln für die nächsten Vitrinen, ne? Gut, die sind fertig. Dann haben wir ja gleich ein bisschen Kohle. So, also ich brauche noch eine davon. Die kriege ich leider 5, ist aber so. Ist eben so.
Verkaufe ich halt gleich wieder. Krieg ich nix. Hier, Tisch, verkaufe ich. Holz, verkaufe ich. Fliege, verkaufe ich. Verkaufe ich alles. So, das baue ich auf. Das verkaufe ich nicht. Lalalala. Dann müssten wir die beiden Uhren haben. Und dann noch die 5 Tresen. Und dann wäre es das gewesen. Und? Endlich, endlich. So. Funktioniert. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen auf die Jagd. Ruhig auch mal Richtung Strand, dann können wir noch ein bisschen angeln. Wegen der Abwechslung. Einfach nur wegen der Abwechslung. So, Bienenkönigin, her damit. Laufen wir mal in die Richtung, ne? Da waren wir da schon mal. Ach nee, es wird aber schon bald Abend, ne? Da ist der Strand zu weit weg. Laufen wir denn doch in diese Richtung lieber. Verkaufen muss ich da auch noch was von, ne? Sonst habe ich da ja morgen nichts mehr. Ich meine, 1200 habe ich ja zusammen. Ich meine, das wäre 1200 gewesen. So eine kleine Vitrine für einen Käfer oder für einen Fisch. Sag bloß, ich muss die Fische auch noch anschaffen. Eigentlich nicht, ne? Stand nichts von da. Die hat ja ihre Kekse in der Vitrine auch selber gebacken, die Emilia, ne? Da sehe ich mich nicht, da sehe ich mich aber nicht, Fische holen für ihn. Ich mache ja eh schon alles für die anderen, für Lau. So. Bin sehr unzufrieden. Alles für Lau. Für Lau. So. Okay, hier kraucht nichts mehr. Dann droppen wir mal die Angel, ne? Ich würde sagen, machen wir wieder dreimal, ne, oder? Yippie, 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 yippie. Und zack. So, dreimal. Eins. Gucken, was wir kriegen. Bestimmt ganz, ganz tolle Sachen. Los. Komm, da beißt immer was an. So, 2, 3, 1, 1, 1, 2 und 4, 3, 1 und 4, 3, 3, 1. Gut, haben wir. Und, was ist es? Eine Nasenmoräne, hatten wir schon mal. Na komm, jetzt kommt was Gutes. Jetzt kommt was Gutes. Ein Delfin. 2, 4, 3, 3. 4. Falsch. 4. 1, 2, 4. Hab ihn. Das war was Kleines. Seetang. Och, ein Flussbarsch. Och, auch nicht schlecht. So, dritter Versuch. Was gibt es? Was gibt es für mich? Hm? Na komm. Na komm. So, 3, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 1 und fertig. Ein Apfelbutzen. Ja, nice. Da freue ich mich. Ich kriege auch nur Müll. Obwohl, 2 von 3, ne? War eigentlich ganz gut. So. Da ist unsere Hütte. Da gehen wir mal dahin. Ich weiß nicht, haben wir eigentlich noch Platz? Ich glaube, heute haben wir sogar noch Platz in der Versandstation, ne? Könnten wir noch was beischmeißen. Hier fliegt ja gar nichts mehr rum. Oder liegt das daran, weil es nachts ist? Oh, guck mal. Der ist natürlich wichtig. Der bringt natürlich eine gute Mark. So, ist hier noch Platz? Ein Platz. Gut, dann machen wir den dicken dahin. So, dann kriegen wir 700. Gut, haut rein. Was machst du denn hier drin? Hast du aufgeräumt? Du bist aber netter.
Wieso hat es jetzt geladen? Verstehe ich nicht. Ich hatte gerade ein Ladebild. Hm. Weil jetzt der Regen gekommen ist, oder wie? Ja, was ist denn mit dir? Okay, ich verstehe, worum es geladen hat. Verstehe, wir haben eine neue Jahreszeit. Alles klar. Mein Feld sieht nicht gut aus. Diese blöde Kuh ist schon wieder hier drüben. Okay. Von mir aus sollst du da drüben hinlaufen. Habe ich ja jetzt auch die Möglichkeit geschaffen, ne? Hauptsache, du gibst mir deine Milch. Hast du noch genug? Ja, 2 Tage kannst du noch futtern. Jawohl. Okay, neue Jahreszeit. Was sieht ein bisschen anders aus, alles, ne? Die Bäume und so. Oh, da sind Bäume gewachsen, glaube ich sogar. Gut, wir brauchen aber hier jetzt mal die Sichel, weil hier sieht es ein wenig aus wie Kraut und Rüben. Leider. Leider kann ich das alles hier nicht mehr benutzen. Aber das Gute ist, ich habe dafür nichts bezahlt. So. Das geht noch. Wird auch automatisch gewässert. Und die Sonnenblumen gehen auch noch. Habe ich eigentlich, ich ist jetzt Herbst, ne? Habe ich eigentlich da Samen für Herbst gehabt? Ich meine schon. Wächst innerhalb von 4 Tagen im Herbst und Winter. Okay, das Ding können wir pflanzen. Kartoffeln. Ich weiß es nicht. Ich muss immer nachgucken. Herbst und Winter. Okay. Da werden wir gleich ein Riesenfeld brauchen allerdings. Kürbis wächst aber nicht, ne? Doch, im Herbst. Im Frühling. Ich dachte schon alles im Herbst. Okay, wir können hier definitiv ganz viele Sachen anpflanzen. Wir müssen aber auch dann erstmal viele Sachen verkaufen, ne? Können wir ja auch. Wir haben auch gestern goldener Mais. Im Herbst. Auch Herbst. Wow. Alles im Herbst. Gut, okay. Wir gehen erstmal verkaufen. Wir gehen erstmal verkaufen. Und, gucken mal, ordentlich Kohle kriegen. So. Wir haben hier einiges zu tun auf dem Hof jetzt. Wir müssen uns ein kleines Feld anlegen. Und dann... Ja, nichts weiter. Und dann... Das ist viel Arbeit. Zum Glück regnet es, aber ich weiß nicht, ob der Regen dann auch gilt, wenn ich das nachträglich einpflanze. Ich glaube, dann ist es nicht gewässert, oder? Ich würde das Risiko auf jeden Fall nicht eingehen wollen. Weil der Mais, der goldene Mais, der ist schon sehr wertvoll, ne? Der ist schon sehr wertvoll, muss man schon sagen. So. Verkauft das erstmal in Live und dann bestellen wir noch ein paar Vitrinen. In Live meine ich, dass ich hier sofort Kohle habe. Immer gleich die Kohle auf dem Tisch. So, was kostet jetzt so ein Ei? Das wusste ich vorher gar nicht. 78, das ist natürlich ein guter Kurs für ein Hühnerei, ne? Die kaufe ich persönlich jetzt immer ein bisschen günstiger. So. So. Okay, 2600. Hatten wir da noch Holz? Ich glaube nicht. Aber da sehe ich eine Bienenkönigin. Die bringt mir natürlich auch ordentlich Kohle rein, ne? So, was ich jetzt gerne machen würde, wollen würde, ist Gläser kaufen und das Feld machen. Da ändert sich heute der Plan.
So, 10 Stück dürften, glaube ich, erstmal reichen. Für weitere Schandtaten. Und dann machen wir das Feld fertig heute. Hier ist ja noch eine. Und kümmern uns dann hier weiter um das Museum, ne? Beziehungsweise da können wir ja nur bestellen. Können wir uns ja dann weiter kümmern da um diese Kollegin da. Wie ist es, Cecile? Ich weiß es nicht. Hier, da können wir uns ja mal drum kümmern. Okay. Ich habe noch 2 Sachen zum Weglegen. Und dann kann es losgehen.